Gerne wäre ich im Mai zu Ihrer Mitgliederversammlung gekommen, um nicht nur zu Ihnen zu sprechen, sondern mit Ihnen. Das war leider nicht möglich. Wegen der Corona-Pandemie, die unser aller Leben von Grund auf verändert hat und so gut es uns bisher gelungen ist, die Verbreitung des Virus einzudämmen, wir werden mit dieser Bedrohung noch lange leben müssen. Wir haben viele Öffnungen in Nordrhein-Westfalen gemacht. Die Infektionswerte sind drastisch gesunken, um 75%. Aber wir sehen am Fall in Gütersloh, am Fall im Kreis Warendorf, ausgehend von einer Fleischfabrik, dass wir weiter wachsam sein müssen. Und mit den Folgen des Lockdowns für unsere Wirtschaft und für unsere Gesellschaft werden wir ebenfalls noch lange, lange leben müssen. Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, alles das liegt vor uns und wir müssen alles tun, hier jetzt mit Konjunkturprogrammen die Wirtschaft möglichst schnell wieder in Gang zu bringen. Für uns ist klar, wir werden unsere Kommunen bei der Bewältigung der Krise über die Hilfen des Bundes hinaus auch in Zukunft nach Kräften unterstützen, auch finanziell. Mit dem Kommunalschutzpaket, mit dem zweiten Nachtragshaushalt 2020, dem Epidemiegesetz und dem Isolierungsgesetz haben wir bereits viel getan. Ich denke auch an die 342 Millionen Euro Soforthilfen für Kommunen im Stärkungspakt oder an den anteiligen Ausgleich Corona-bedingter kommunaler Kosten aus unseren Rettungsschirmen. Außerdem wird das Land die Beitragsausfälle im Kita- und OGS-Bereich zur Hälfte tragen. Dazu kommen die Haftungsfreistellungen gegenüber der NRW-Bank im Umfang von 15 Milliarden Euro, damit gerade jetzt passgenaue Förderprogramme für die Kommunen, die kommunalen Unternehmen und die soziale Infrastruktur möglich werden. Ganz besonders freut mich, dass es unter maßgeblicher Mitwirkung der Landesregierung gelungen ist, im Konjunkturpaket des Bundes die Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft auf bis zu 75% durchzusetzen. Das haben wir in den vergangenen Jahren gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden in Nordrhein-Westfalen immer wieder gefordert. Jetzt endlich werden allein die nordrhein-westfälischen Kommunen um rund 1 Milliarde Euro entlastet. Und diese Entlastung wirkt strukturell und sie bringt vielen Gemeinden viel mehr als eine Altschuldenregelung, über die wir zu gegebener Zeit widersprechen müssen. Davon profitieren vor allem jene Städte mit besonderen Herausforderungen. Insbesondere die soziale Lasten tragen, werden hierdurch substanziell entlastet. Auf der Ministerpräsidentenkonferenz am vergangenen Mittwoch haben wir uns außerdem mit dem Bund auf die Übernahme der Hälfte der Gewerbesteuerausfälle geeinigt. Die Hälfte der Bund, 1,6 Milliarden Euro das Land. Auch das ist ein wichtiger Beitrag, um die kommunale Selbstverwaltung in unserem Land zu stärken. Wir arbeiten weiter mit Hochdruck daran, die Folgen der Krise für unsere Wirtschaft zu begrenzen. Die nordrhein-westfälischen Städte, Gemeinden und Kreise leisten in dieser schwierigen Zeit Großes. Dafür danke ich Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz herzlich. Bleiben Sie gesund!